Rot lackierte Nägel mit Sternen reich verziert und das auf kleinstem Raume mit Kleber dann fixiert. Die Hose in den Stiefeln, der Sexappeal schreit fast nach Neid, auch wenn man dafür viel zu fett ist und dann der Sex doch eher ausbleibt. Ja, die Individualität versteckt sich hinter unseren Schranktüren und man kann sie Tag für Tag beliebig kombiniert ausführen. Ba-da-bum-ba-dum-ba-day, ba-dum-bum-ba-dum-day, ba-dum-bum-bum, dun-dun-day-da. Und in der Früh beim Wecker klingeln beginnt die Frustration. Heute das Weiße mit dem Pinken oder lieber Ton in Ton. Der Schmuck mal wieder passend zu den neu erstandenen Schuhen. Ach, das hat doch überhaupt nichts mit Perfektionssucht zu tun. Das Hüftmaß 28 und der Busen. Schatten, Gürtel, Zopfgummi, die gleiche Farbe haben sie. Ja, das nenne ich Trinität, mal ganz anders ausgelegt. Bam, 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 bam. Und egal, wie schwer das Gehen fällt, die Hacken sind nie hoch genug. Und die Haare sägen immer aus, als hätte man morgens schon Friseurbesuch. Das Schwinden aller Handtaschen hat mit Verkaufszahlen nichts zu tun. Das Problem scheint hier viel mehr im immer kleiner werden zu ruhen. Doch ich weiß, es ist meine Unzufriedenheit über die verdammte Ungerechtigkeit, wenn ich mich vor meinem Spiegel dreh und mich in voller Gänze, voller Gänze, voller Gänze, voller Gänze.